Also ich war gerade zu Besuch bei dem amerikanischen Protokollhofizier. Wir haben zusammen Kaffee getrunken, die Familien. Der wohnte in einem dieser Häuser da an der Clearly. Damals, weiß nicht, ob es damals schon Clearly hieß. Und da kam ein anderer Offizier, der ein Stockwerk höher wohnte, runter und dachte, Kennedy ist ermordet worden. Wir konnten das gar nicht glauben. Na, er ist natürlich sofort ins Headquarter gefahren. Ich bin sofort ins Rathaus Schöneberg gefahren. Und das war für uns eigentlich unvorstellbar. Und im Rathaus, ja, was war los? Brandt war gerade auf dem Re Weg, auf dem Rückweg von einem Auslandsbesuch, glaube irgendwo in Afrika. Wer da war im Rathaus, war Egon Bahr und meine Frau und ich und noch ein paar andere Leute. Wir haben überall in der Welt rumtelefoniert, überall wurde er gefragt, was ist los. Und dann versammelten sich Leute schon vorm Rathaus. Und also hier vor diesem Rathaus, und als dann Brandt kam, hat er dann noch eine Rede gehalten, kann ihn wirklich nicht mehr sagen, was er gesagt hat, aber wir waren ja alle total beeindruckt und schockiert. Und dann hieß es ja, also Trauerfeier, und das machen wir hier vorm Rathaus, zeitgleich mit der Trauerfeier für Kennedy in Arlington auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof. Das wurde dann auch direkt übertragen, Brandt hat wohl auch geredet, hat auch natürlich auch geredet. Und ich hatte die Aufgabe, da ein bisschen was vorzubereiten. Habe mir die Amerikaner geschnappt, habe gesagt, na, macht mal eine schöne Stuhlreihe hier vorne, damit genug Leute sitzen können. Gab ja dann bestimmte Einladungen natürlich. Und dann haben wir unten so als Ehrenwache aufgestellt, deutsche Polizisten und amerikanische Soldaten, ich glaube 5 insgesamt. Da waren auch farbige Soldaten dabei, mindestens einer, vielleicht sogar zwei, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und wir hatten dann veranlasst, dass, oder darum gebeten, dass also erstens auf dem Platz hier vorne brannten keine Laternen, waren alle dunkel, war ja doch gegen Abend. Und wir hatten auch die Bewohner drüben auf der anderen Seite gebeten, überall Licht auszumachen, damit wir die Dunkelheit hatten. Denn der Plan war dann auch, dass zum Schluss dieser Zeremonie, da hatten wir postiert einen amerikanischen Trompeter auf dem Dach des Hauses gegenüber. Der wurde dann angestrahlt und hat den Taps, also den amerikanischen, was wir sagen, Zapfenstreich geblasen. Und mein Gedanke war, der ist fertig mit seinem Taps und dann beginnt die Freiheitsglocke anzuläuten. Und das hatte ich dem zuständigen Mitarbeiter hier im Rathaus selber nicht so genau erklärt. Der musste ja auf den Knopf drücken, weil die ja elektrisch angetrieben wurde, die Uhr. Da stand ja keiner, hat die Strippe gezogen. Und da gab es dann eine Pause von einer Minute und ich dachte, um Gottes Willen, die Freiheitsglocke soll doch läuten, die tut das nicht. Aber es dauerte genau diese berühmte eine Minute. Dann ging das los und es war natürlich richtig eindrucksvoll, weil dadurch eben zwischen Ende der Feier und dem Beginn des Glockengeläutes so eine Schweigeminute war. Das war meine Rettung. Das hätte ich Ärger bekommen, wahrscheinlich, wenn die Glocke nicht angegangen wäre.